Hallo Leute und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von Minecraft Ultra Hardcore Modded Survival mit mir, dem Krituri. Und in dieser Folge nehmen wir uns das Eisen, das wir in der letzten Folge bekommen haben, und craften uns einen Eimer. Und ich wollte absolut nicht dorthin klicken. So, Eimer. Stein- und Holzwerkzeuge gibt es übrigens tatsächlich nicht. Also ja, war schon richtig, dass ich mir die Axt gemacht habe. Es gibt noch genügend Materialien, aus denen man sich Zeug machen kann. Wo war das? Mich irritiert es, dieses Ding hier, das sich die ganze Zeit dreht. Das ist ja total irritierend. Ja, was ich eigentlich zeigen wollte, wenn ich es jetzt gleich finde. Also es gibt das hier. Es gibt keine Steinwerkzeuge und keine Holzwerkzeuge, aber ich kann mir das craften. Super. Ganz großartig. Dann, ja, jetzt sehe ich hier gerade übrigens die komplette Modliste. Was es auch gibt, ist, es gibt nicht das. Werkzeuge mit Feuerstein. Die ersetzen wohl die normalen Stein- und Holzwerkzeuge. Und sind wir mal ganz ehrlich, ist super wichtig. Das, was ihr hier gerade seht, ist auch super wichtig. Wir werden uns so viele dieser Werkzeuge machen müssen im späteren Verlauf, wenn wir überhaupt so weit kommen. Waffen auch von da, weil ich denke, dass das die wertvollsten Waffen sind. Ja, okay. Dann das Item hier ist eventuell auch super wichtig. Und das hier, dass wir nicht immer vergiftetes Wasser trinken. Aber davor muss ich erstmal ein bisschen Holz gefarmt haben. Ja. So, jetzt. Ich weiß, wo die ganzen Spinnen sind.